was, sag ich mal was. Ich wollte die Wahrheit sagen, Kios, ja? Oh ja. Aber ich kam nicht dazu. Oh ja, wir danke. Hast du auch noch was zu sagen? Ich höre dir nicht mehr zu. Hast wir du beide was lieben sagen? Uns. Wir sind ein Paar. Okay, Kevin. Hast du noch was zu sagen, Mädchen? Ja, ich habe noch was zu sagen. Was denn? Ich habe ihm das ausgeredet, dass er dir sofort die Wahrheit sagen soll, weil immer keiner euch... Cool, Applaus! Weißt du was? Ich bin froh, dass ich nicht mit dir geschlafen habe, weil du bist doch nicht mehr mein Sch*** wert. Abbruch, Punkt. Und du, weißt du was? Du kannst dich mal. F*** dich selbst, Alter. Wow. Puh. Frühstücksservice. Siéntate, cariño. Magst du was essen? Stella, was ist das? Na, du musst ja irgendwas essen, oder? Gracias. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich bin nur verletzt gerade. Und ich bin nicht der Einzige, der verletzt hier ist. Hallo? Kevin, was machst du hier? Alter, werd wach! Mann, nerv jetzt nicht! Wie nervt mich? Was machst du? Hast du geschlafen oder was? Hast du kein Zuhause? Oh Mann, das ist auch wirklich... Es ist genau so gelaufen, wie wir es nicht wollten. Ich krieg Kevins Gesicht gar nicht mehr aus dem Kopf. Ja. Wie der uns angeguckt hat, das war so unangenehm. Ja. Es fühlt sich irgendwie verboten an. Aber das ist es nicht. Ja, ich meine, weiß nicht, man sucht sich ja seine Gefühle auch irgendwie nicht aus, aber... Stella. Hm? Ich leide gerade. Ich weiß. Ich habe das Gefühl, dass ich gegen meine Prinzipien gestoßen bin. Das Lügen. Das soll niemals getan werden, niemals. Und ich habe unfassbar viel Schuld daran, dass ich jetzt meinen besten Freund verloren habe? Wie ein Freund. Das ist doch Quatsch. Ich meine, ja, Lügen, ich bin auch immer hundertprozentig dagegen, das weißt du. Aber in dem Fall habe ich einfach irgendwie gedacht, weißt du, wenn so ein bisschen Zeit vergangen ist, dass es irgendwie, ja, dass er irgendwie vielleicht ein bisschen besser damit klarkommt. Dass es jetzt so läuft, das konnte ja keiner wissen. Ja, dann nerv mich jetzt nicht! Was ist los mit dir? Warum schläfst du hier? Weil fucking Diego zu Hause ist, bei mir in der WG mit Stella und f***er Roman. Das ist los! Oha. Jetzt lass mich in Ruhe mit der Scheiße hier. Und die beiden sind hier zusammen? Ja, die sind zusammen. Willst du noch was wissen? Der hat mich in der Gang die ganze Zeit. Ich wusste nicht davon, dass sie zusammen sind. Und ja, es ist ein fucking, es ist kein cooler Freund, Mann. Das ist ein Pisser. Und jetzt lass mich in Ruhe. Hör mal, da musst du dich gerade drüber aufregen? Hör mal, was hast du denn gemacht mit Olli? Du hast dich hinter Ollis Rücken mit Stella gemacht. Du warst mit ihr auseinander gewesen, Mann. Nein, ist es nicht, aber du bist kein guter Freund. Genauso wie er auch nicht. So, und jetzt will ich dir was sagen. Wer im Glashaus ist, der soll man nicht mit Steinen schmeißen. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Was denkst du denn gerade eigentlich hier? Olli war mit dir auseinander gewesen, das ist ein ganz anderes Thema. Sowas macht man nicht. Dann sag doch, da habt ihr die Eier. Trotzdem sollst du ein Freund sein, was willst du denn von mir jetzt? Weißt du, was du machst? Du kannst ja hinten gehen, alles mal einräumen, okay? Ich habe nämlich gestern die ganze Scheiße, die von Lieferanten kam, dahinter gemacht. Übrigens, wir machen das öfters wie du. Was schadet dir nichts, hast du mal was getan? Ich bin der Chef und du gehst jetzt hinter und nerv mich nicht. Du kannst mich hier nicht wach machen und denken, dass ich aggressiv werde. Jetzt geh dahinter. Du kannst mal nachsehen können. Was willst du denn jetzt von mir? Warte, geh jetzt bitte dahinter und mach deine Arbeit. Mann, ey. Ich schreibe mich doch jetzt hier nicht mit dir an hier. Was willst du mir jetzt erzählen hier? Du, ich spinne, Alter. Guck mal, ihr seid schon so lange beste Freunde. Lass ihm so ein bisschen Zeit und dann irgendwie klärt sich das doch hoffentlich schon. Nicht so negativ. Okay? Danke. Schau mal, ich wusste, dass du wieder auftauchst. Ich hab Pfannkuchen gemacht. Ach nee, ich wohne ja auch hier. Schön, dass du gute Laune hast, die gekocht hast. Das Bild trügt. Das Bild trügt? Ja, ich
Ich mach Pfannkuchen. Wann immer? Mhm. Zum Frieden, oder? Mhm, zum Frieden. Pfannkuchen kann man machen, vielleicht auch noch mal. Vielleicht im nächsten Leben. Ich sag dir eine Sache. Für mich bist du einfach kein Freund. Du hast einen Barcode gebrochen. Und du bleibst dir einfach fern. Hör kurz zu. Ich werde mich nicht mehr irgendwie mit dir Pfannkuchen setzen, essen oder irgendwas anderes. Für mich ist die Sache gegessen. Okay. Hast du verstanden? Ich bin durch mit dir. Ich bin durch. Schau mal. Ich bin einfach durch mit Schau mal. Dir. Kollege, umre. Diego, lass ihn doch einfach. Ich wollte dir helfen damals mit den Briefen, ja? Und die ganzen Aktionen. Hab ich auch. Aber, weißt du was? Weißt du was? Sie hat sich dann am Ende in die Briefe verliebt, in den Verfasser der Briefe. Und das bin nun mal ich, okay? Dafür können wir doch nichts, für diese Vereinigung. Stimmt, dann ist alles cool. Was soll ich jetzt machen? Es stimmt, ist alles cool. Du kannst nicht mehr heißen, hey, es ist vorbei. Cool. Ja, es ist aber vorbei. Sorry. Ja, du musst ja auch entschuldigen. Du hast dich in sie verliebt. Dann hat sie sich verliebt mit den Briefen. Ja, krass. Es tut mir leid, aber ey, nicht so trotzdem. Ist angenommen, ist angenommen. Sorry, dann ist ja alles meine Schuld. Ja, was Mann zu Mann? Du kannst nicht sprechen mehr. Mundverbot. Hier, weißt du warum? Weil ich hier mein Zimmer bin. Mundverbot da, verstehst du? Hier, brauchst nicht mehr reden. Für mich bist du einfach gestorben, verstehst du? Du kannst nicht mehr reden. Hör dir nicht zu. Ich warte und warte und warte. Ich glaube, wir brauchen ein Wochenende. Ja, deine Erlaubnis. Ich glaube, wir sollten irgendwie wirklich was machen, was Spontanes auf die Berge. Ich glaube, wir brauchen das. Auch wenn wir nicht reden, einfach nur zusammen walken, weißt du? Jesus Walk. Ja, wie wär's denn damit, Mann? Ich entschuldige mich. Wir haben das geheim gehalten, weil genau so reagierst du gerade. Guck mal, du bist genervt, du hältst dich da schon. Guck mal, deine Körpersprache. Bitte, verzeih mir einfach, verzeih uns. Aber gegen Liebe kann man nichts machen. Das weißt du doch aus deiner ganzen Lebenserfahrung. Wohin willst du? Nach Gera? Ich will mit dir einfach nichts zu tun haben, gerade allgemein. Und du hast mich verletzt. Du hast einfach meine Freundin ausgespannt. Du hast nur mit den Schwanz gedacht. Du hast mich an mich gedacht. Du hast einfach nur das gemacht, was man nicht macht. Und du hast gelogen. Das ist das Schlimmste. Du hast einfach gelogen die ganze Zeit. Und ich frage mich, wie lange du gelogen hast. Und das ist eklig. Und ich weiß nicht, ob du alles inszeniert hast und geplant hast. Und ich möchte einfach nicht reden. Es gibt da nichts mehr zu reden. Es ist einfach vorbei. Und ich kann dir nicht mehr vertrauen. Das war's. Das war's einfach. Verstehst du? Das war's. Ich kann dir nicht mehr in die Augen schauen. Das war's. Kevin, sorry mal, aber zu dem Thema gelogen. Was willst du denn jetzt, Alter? Ja, guck mal, Kevin, niemand wollte dir wehtun. Ich wollte dir nie wehtun und Diego bestimmt auch nicht. Aber zum Thema Lügen solltest du, glaube ich, mal ein bisschen den Ball flach halten. Wer hat denn hier die ganze Zeit gelogen? Also, meine Liebe war nicht gelogen, hast du verstanden? Es war einfach nur, dass ich diese scheiß Briefe nicht schreiben konnte, okay? Was es ging nur darum, dass sie halt einfach keine romantischen Briefe schreiben können. Das hättest du auch gar nicht gemusst, Kevin. Ich mochte dich wegen dir. Aber du konntest einfach nicht ehrlich sein, warum auch immer. Und damit bist du kein Stück besser als Olli. Mhm. Und eigentlich aus der Situation hättest du wissen müssen, dass für mich das Schlimmste ist, wenn man mich belügt, wenn man mich verarscht. Mhm. Ach, deswegen nee. Und das wusste ich auch, okay? Und das wusste ich auch. Dieser Mensch hat viel mehr dir angetan, als ich dir jemals angetan habe, okay? Ja, aber du hast mich trotzdem belogen, Kevin. Ich wollte nur Hilfe haben. Und er hat mir geholfen. Alles wäre cool gewesen, okay? Dann eines Tages... Ist doch auch scheißegal. Ihr beide seid einfach hier die beiden, die halt alles in Ordnung machen. Und ich bin der Buhmann, fertig. Und werde doch happy. Und ja, ich werde übers Wochenende einfach mal ausziehen. Weil ich kann den Anblick eh nicht ertragen. Also lasst es doch einfach gut sein. Seid doch happy, ihr braucht mich noch nicht mal dafür. Na ja, con Dios. Hey, Kev. Was geht? Was machst du hier? Schläfst du hier? Ey, mir hat ein Vöglein gezwitschert. Dieses Vöglein war Beate. Ich hab gehört, Diego bumst deine Freundin? Stimmt es? Bitte sag, das stimmt nicht. Und ich hab auch gehört, dass der so ein gemeiner Kerl ist und dir es nicht gesagt hat, Mann. Warum ist der so ein Mensch? Was macht man nicht? Ich musste mich gerade erstmal abduschen. Ja, mäßig auch warm. Was ist hier bei dir für eine Action? Meine Action kennst du doch. Schala, die Welt dreht sich gerade halt um dich. Ich meine, wir drei mit unserem Dreieck hier, Olli, Kevin und ich, wir streiten uns hier wie die Kinder vom Bahnhof zu. Das geht gar nicht. Ich hab dich ja, aber irgendwie fühlt sich das so an, als ob ich dich loslassen muss. Und das will ich nicht. Auf keinen Fall. Nie. Aber Kevin. Kevin ist jetzt weg und die Vorwürfe, die er mir gemacht hat, das bin ich nicht. Ich bin dieses Bild nicht.
Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Du bist doch so schlau. Was denkst du? Du hast schon ein bisschen die Antwort. Hm? Weißt du, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, Kevin braucht einfach erstmal Zeit. Guck mal, das war für ihn jetzt auch alles heftig. Nicht nur, dass wir uns getrennt haben und dass er einen Streit mit mir hatte, sondern jetzt dann auch noch das mit uns beiden. Lass ihm erstmal ein bisschen Zeit, dass er darauf erstmal klarkommen kann. Weißt du, was ich meine? Und dann wird sich irgendwann auf jeden Fall ein klärendes Gespräch ergeben. Und wegen Olli und was du da gesagt hast mit dem Dreieck. Guck mal, wie die Beziehung mit Olli gelaufen ist, das muss ich dir nicht erklären, das weißt du selbst. Und ja, Kevin war in dem Sinne auch nicht besser, weil er mich auch belogen hat. Und wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, hätte ich von Anfang an gewusst, dass die ganzen schönen Briefe von dir waren und nicht von Kevin, dann wäre das ja gar nicht so gekommen. Ich hab mich ja in dich verliebt. Weißt du? Kann ich dann ab Montag, soll ich Kevin aufsuchen ab Montag? Weil ich lasse ihn das Wochenende. Ja. Ja? Ich weiß nicht, guck einfach, wie es sich anfühlt, weißt du? Ich will erstmal gucken, dass er vielleicht erstmal ein bisschen Raum hat. Ich liebe dich. Geduld. Ich liebe dich auch. Jetzt lach mal wieder. Okay, Malle. Menge dann raus. Ich brauche meine Zeit. Hey, Kev, ich weiß, das ist scheiße. Ich meine, aber noch eine Frage. Ist es eigentlich diese Freundin, die jetzt bums von dir ist, reden wir da von Stella? Die mal meine Freundin war, die du dann dir genommen hast? Und die jetzt paradoxerweise so Diego, weiß ich nicht, weghämmert? Naja, ich möchte von Diego Cortez nichts mehr hören. Ja. Dieser Mensch ist für mich gestorben. Und du gehst jetzt besser, bevor ich hier komplett ausraste. Ja, hast du verstanden, Olli? Natürlich. Du hast Feierabend, danke. Diego ist ein gemeiner Kerl, es ist echt. Ja, wie auch immer, weißt du, wie sich anfühlt jetzt? Das ist nicht cool. Hinten beim Luca, ihr könnt ja da gemeinsam kuscheln und falls du da irgendwie keinen Bock hast, Diego, ne, der hat bestimmt einen Platz für dich in eurer WG. Ich weiß ja, manchmal ist es so in solchen Situationen, da sehnt man sich nach Liebe. Vielleicht findest du einen Platz bei einem von den beiden. Ciao! Gerechtigkeit ist eine geile Sache. Auch wenn ich scheiße finde, was Diego jetzt mit Stella macht, aber hey, der Moment gerade, das war mein Moment. Das hat sich einfach geil angefühlt.